Hallo, einen wunderschönen guten Tag, liebe Modellbahnfreunde. Heute habe ich von Rocco meine 50 40 33 bekommen, der Epoche 4. Und ich habe sie mir mal ein bisschen genauer angeguckt und habe so festgestellt, dass da nicht so viel verändert wurde zu dem Vorgängermodell der 504009. Was geändert wurde, das ist hier die Radsätze, das sind Metallradsätze und die Steuerung. Und dass hier im Tender eine Platine reingekommen ist. Eine etwas kleinere, nicht mehr diese flexible, die sonst drin war. Nee, aber da ist jetzt eine kleinere reingekommen. Und was sie jetzt gemacht haben, das ist jetzt die vierte und die fünfte Achse mit Strom versorgt. Aber warum die jetzt die zweite Achse wieder mit die Stromabnehmer weggenommen haben, das kann ich leider nicht verstehen. Da hätte man das so lassen können. Die anderen, die erste Ausführung war ja schon mit der erste, zweite Stromabnehmer und die hinten hatte ja natürlich alles gefehlt und dann ist hier wieder Stromabnahme und da Stromabnahme. Was noch sehr negativ ist, die sehr geringe Zugleistung, weil die Hauptzugleistung kommt ja vom Tender und das ist nur von dieser Achse, von der dritten und von der vierten Achse. Das heißt, ich drehe das mal ein klein bisschen rum, damit man das besser sehen kann. Ich stelle mal hier so hin, was auf diesem Ende ist, das wirkt nur auf der Schiene und mehr nicht. Alles andere der Lok ist, das ist null und nichtig, also da ist nichts. Also man kann die Lok schon hin und her schieben und es ist wirklich kein großer Widerstand zu spüren, dass sie irgendwie so große Zugkraft hat. Vielleicht auf eine ebene Strecke vielleicht, dass sie da vielleicht mal so knapp 20 Wagen wegbekommt. Aber sonst, wenn man ein klein wenig Steigung drin hat, ist das nicht möglich. Ich sag mal so, das ist genauso wie die Vorgängermodelle von der 5035, was sie ja gebracht haben. Alles genau dasselbe. Warum die das nicht einen vernünftigen Tender Antrieb machen, das kann ich leider nicht sagen. Aber immer nur dieses, dass das alles nicht angetrieben ist und das Gewicht muss vom ganzen Tender auf die Antriebsräder gebracht werden. Warum das dann nicht gemacht wird, das verstehe ich leider nicht. Ja. Auch habe ich mir hier einen Sound eingebaut. Jetzt ein Henning-Sound drin, der 50 40, den hat mir Matthias Henning mit zur Verfügung gestellt und vielen Dank nochmal daran. Ja, was ich jetzt noch hier machen muss, das ist jetzt, ich muss jetzt hier noch aufrüsten, das Zugpersonal muss rein, hier kommen noch Griffstangen ran, hier vorne Griffstangen ran und noch einige Sachen kommen auch noch hin. Auch will ich hier oben noch machen. Bekohlung will ich reinmachen mit Echtsteinkohle, sondern das Kunststoffzeug sieht ja doch nicht so berauschend aus. Ich mache mal ein klein wenig höher. So. Das sieht ja doch nicht, weil das doch so ein bisschen kunststoffmäßig aussieht und das ist, finde ich, nicht so schön. Das muss man dann noch mal ein bisschen da dran machen. Ja, dann gucken wir uns mal vorne an. Sieht ja auch schon sehr schön aus. So, mal die Heizerseite. Eigentlich so vom Eindruck her sieht die Lok doch eigentlich ganz vernünftig aus.
Nur wie ich ja gesagt habe, ist das mit dieses Problem, mit dieser Zugleistung. Das ist nichts. Darauf komme ich näher zu sprechen. Und so werde ich die Lok mal gesamt wiegen. Und dann werde ich mal, was die letzten beiden Achsen, wo eigentlich die Haftreifen drauf sind, das werde ich auch mal wiegen. Und dann könnt ihr mal sehen, was eigentlich zum Antrieb zur Verfügung steht, was für ein Reibungsgewicht. Damit ihr mal den Unterschied seht, was da überhaupt drauf wirken tut. Ja, nun werde ich sie mal wiegen. Dazu habe ich mir hier eine Waage geholt. Muss ich das mal ein bisschen einstellen, damit ihr das auch sehen könnt. So. Und mal gucken, ob man denn das auch sieht. Dauert jetzt ein kleines Momentchen. So, nun werden wir mal schauen. Nun mal die Waage anmachen. Na. So, wir haben jetzt 0 Gramm und wir stellen die jetzt mal auf. So wie ich ja vermutet habe, Gesamtgewicht der Lokomotive ist 499. Jetzt kommen wir mal nur für den Tender. Da halte ich mal die fest, weil das ja, nun könnt ihr ja sehen, der bleibt ungefähr so bei, das ist ja nicht gerade so doll, das ist jetzt nicht so, ich muss mal ein klein bisschen, dass die Lok angehoben wird, dass ich nur den Tender, und könnt ihr mal sehen, da hat 165 Gramm, der Tender nur, und davon müsst ihr ja nochmal abrechnen, die Hälfte. Schiebe ich die mal runter. Und nun könnt ihr mal sehen, 113 Gramm ist gerade mal, was auf die Schiene wirkt, um einen Zug in Bewegung zu bringen. Und das ist relativ sehr, sehr wenig. Und das ist ja absolut nichts. So. Dann stelle ich die mal hin. Ich habe jetzt hier nochmal einen Fleischmann-Tender, einen T34-Tender. Und der hat schon 286 Gramm. Das ist aber schon eine ganz andere Konstruktion. Sondern hier ist ein Radsatz mit Haftreifen und der letzte. Und diese beiden in der Mitte, die sind natürlich federnd gelagert, in der Höhe natürlich. Das kann man ja auch hier sehen. Und das ist die ideale Antriebstechnik. Warum sie das nicht auch bei dieser machen? Das verstehe ich leider nicht. Denn hätte man eine leistungsstarke Dampflokomotive gehabt, wo man auch auf einer Anlage, die etwas Steigung drin hat, dass die auch vernünftige Züge ziehen kann. Aber das macht man leider nicht. Lieber baut man sowas, wo keine Zugleistung hintersteckt. Das ist das leider. Ja, und so habe ich mir mal gedacht, eventuell, dass ich mal, ich nehme mal das mal kurz weg wieder. Dass wir hier eventuell mal was machen kann. Den Tender mal ein neues Fahrwerk zu verpassen. Und ich habe mal schon mal grob mal angehalten mit dem Fahrwerk, mit den Achsabständen, kommt das eigentlich sehr gut hin. Das Einzige, was ja gemacht werden muss, das wird ja dann nachher
ich stecke das mal so hin, dass man das Gewicht eventuell etwas umändern muss. Und die Achsblenden, mal sehen, ob man das irgendwie übernehmen kann, den Rahmen eventuell hier anpassen, dass man dieses komplette Getriebe mit Motor und Gewicht alles verwenden kann. Und die Elektronikplatte rausschmeißen, in den Lokkessel rein. Daran machen auch den, wie das ja hier zu sehen ist, dieser Loktenderantrieb, der muss komplett raus, dass man das alles rausbaut, ne, und teilweise nur Gewicht reinnimmt, ne, weil es ja doch das Fahrwerk doch sehr leicht läuft, ne, aber so bekommt man einen vernünftigen Zugleistung hin. Aber das, was hier ja angeboten wird, das ist ja nun gar nichts. Das ist wirklich absolute Null. Ist da. Man weiß ja natürlich nicht, wie ist das, wenn man jetzt hier auf die Kuppelräder einen Radsatz mit Haftreifen macht. Ob das was bringt, könnte eventuell was bringen, weil ja dennoch mal das Lokgewicht dazukommen würde zum Ziehen. Aber das, was ja hier ist, nur diese beiden Tenderantriebe, Radsätze angetrieben sind und die nur mit Haftreifen belegt sind, das bringt ja überhaupt nichts. So, denn mache ich mal eine kleine Probefahrt. Ich habe ja auch einen Sound eingebaut und hier ist ein MX-Decoder eingebaut, ein MX645P16. Eigentlich wollte ich ja einen MS-Decoder haben, aber den gibt es leider nicht mit 16-Bit. Das ist leider schade von Henning. Vielleicht kommt das ja noch. Und das bin ich auch überzeugt, dass es noch kommt. Aber das braucht alles seine Zeit. Und dann wird bestimmt auch einer davon geben. Aber nun werde ich erstmal hochgehen zu meiner Anlage. Und dann können wir das mal testen. Ja, nun bin ich oben auf der Anlage. Und nun können wir die ersten Fahrversuche machen. Ich muss natürlich noch CV-Wert noch einstellen für die Radumdrehung. Das ist die CV-Wert oder der CV267. Der muss jetzt noch eingestellt werden. Das ist ja ein bisschen, was noch ein bisschen Zeit braucht. Und nun können wir mal sehen. So, nun mal ein kurzer Pfiff und noch mal ein langer. Ja, dann kommt noch einmal die Luftpumpe. Das ist ja auch deutlich zu hören. Dann kommt die 7, das Entwässern. So, die 8 ist ja klar, das ist für ein An und Aus. Die 9 ist natürlich für Kurvenquietschen, Randlenkerquietschen, geht nur bei Fahrt. Denn die 10 ist der Heizer beim Kohleschaufeln. Die 11 so. Die 11 soll der Schaffnerpfiff. Die 12 ist Abkuppeln.
13 ist ankuppeln. Vierzehn ist Verzögerung an und aus, das geht auch nur bei Fahrt. 15 ist Locked in Fahrt in ohne Dampfschlag. 16 ist Tunnelfade. So, 17 ist Ansage. 18 ist Rangierleiter. 19 ist Volumen leise, 20 ist Volumen laut. Dann kommt 21 die Lichtmaschine. 22 ist die Strahlpumpe. Die 23 ist die Zugbremse mit Verzögerung, geht natürlich auch nur bei Fahrt. Und die 24 ist nochmal ein Signalpfiff. So, und nun können wir mal eine kleine Testfahrt machen. Dann werden wir mal loslegen. Ja, das war mal die Roku 5040, das neue Modell, was jetzt Roku rausgebracht hat. Wie ich ja schon gesagt hatte, bin ich so nicht so ganz zufrieden mit der Zugleistung. Dafür werde ich mal auch ein extra Video mal machen. Und dann kann man ja mal selber sehen, was die 50 denn an einen Zug mal wegzieht über meine Anlage. Und schade, dass nur der Tender wieder nicht geändert wurde, dass man da auf alle Achsen einen Antrieb macht. Aber mal sehen, vielleicht kriegt man das sogar noch umgebaut, einen anderen Tenderantrieb rein. So, mal sehen, vielleicht werde ich mir noch ein bisschen Gedanken machen. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und so verabschiede ich mich wieder. Und wünsche noch einen schönen guten Tag.